Ein Radiosender in Parramatta, einem Vorort von Sydney, hatte vor einiger Zeit uns eingeladen, nach Parramatta zu kommen. Und dieser Radiosender hat einen ganzen Tag sein Programm Feed the Hungry gewidmet. Wir hatten viel Musik und zwischendurch habe ich Interviews gegeben, Fragen beantwortet und natürlich bin ich zwischendurch auch mal rumgelaufen. Es war ein Riesen-Event, viele Leute waren da und unter anderem habe ich diesen jungen Mann getroffen. Wie ist dein Name? Das ist Glenn. Er hat eben an Feed the Hungry gespendet. Wie viel hast du gegeben? Ich habe Geld für 100 Mahlzeiten gegeben. Du hast also 6 Dollar gegeben, damit 100 Kinder heute etwas zu essen bekommen? Das ist total schön. Danke, dass du das gemacht hast. Was hat dich motiviert, das zu tun? Ich weiß es nicht genau. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Gott zu mir redet und ich habe es einfach gegeben. Wenn dieser Clochard, der auf den Straßen von Parramatta lebt, von dem lebt, was andere Menschen übrig haben, und er bereit ist, 6 australische Dollar zu geben, um 100 Kinder satt zu machen, dann können Sie und ich das genauso.